Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Crossover. Danke, dass ihr dieses Video schaut. Es bedeutet uns sehr viel. Euch allen eine gute Unterhaltung und einen schönen Sonntag. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren oder dieses Video liken. Und ich bin wieder zu langsam. Liebe Moni, Entschuldigung, dass ich in der letzten Folge so wenig kommentiert habe. Das werde ich hier wieder besser machen. Was? Familie kämmt ein wenig auf ihrem Grundstück, ehe das Haus in Windeseile aufgebaut ist. Okay. Ach so, ja, stimmt. Ich war jetzt wie kommentiert. Was du meintest bestimmt beschriften, aber du musst nichts beschriften, ne? Das ist keine Regel. Also du musst dies nicht tun. Auf jeden Fall hat Chrissy ja ein Grundstück gekauft für ihre Ranch. Und bis dann ein Haus steht, wird halt auf dem Grundstück gecampt. Das finde ich eigentlich eine mega geile Idee. Und ich wollte gerade sagen, wer kommt denn da? Das kann nicht die Chrissy sein, die ist zu, ja, mollig. Aber doch, die Chrissy ist doch schwanger. Ich raste aus. Ja. Nachbarn sind auch da zur Begrüßung. Hallo! Und wer ist das? Aha, schön. Ja. Oh, hier wird wieder ein Liebeslied gesungen. Und die Kleine ist ein bisschen quengelig. Okay, stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor mit der Kleinen, aber ist gut. Gefühl erhalten, du hast mir den Tag reden kann ich heute auch nicht mehr und ich darf es nicht rausschneiden. Schön. Der Vito Mare, okay, er hat ihr den Tag versüßt. Wie schön. Ich möchte noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber es ist okay, es ist voll okay. Also, so, jetzt. Moni, konzentrier dich. Hier, Tisch. Nachbarn, was haben die eigentlich mitgebracht, dieses Pan de Muerto haben sie mitgebracht. Okay. Und Chrissy sucht sich ihre Geburtsoptionen schon mal aus und sie möchte eine natürliche Entbindung. Das Kind ist noch von Ellen. Die Schwangerschaft wurde nur sehr spät bemerkt und angezeigt. Chrissy ist semi-begeistert, aber nimmt es so hin. Sie möchte eine Hausgeburt. Oh, schön! Oh, das wird toll. Oh, ich hoffe, dass bis dahin das Haus steht. Ja. Der Frauenarzt hat Chrissy direkt zum Ultraschall bestellt, weshalb sie ganz schnell los musste. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ja, was tust du jetzt? Ein Sitter engagieren? Ja, Sitter engagiert. Okay. Monka will unbedingt Babys. Habe vergessen, dass man sie ja sterilisieren kann. Hole ich noch nach. Die alte Lady soll in Würde die letzte Zeit. Ja, klar. Och nee, es gibt keine Babys mehr für Monka. Meine Damen und Herren, Sie sehen den wohl schlecht gelauntesten Kindersitter der Welt. Ernsthaft? Ich dachte, das sei auch einer von den Nachbarn und die würden streiten da. Prinzessin, oh, habe ich. Was ist jetzt los? Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, sie wird jetzt umkippen oder so, ne? Mann! So, und wo ist das Ultraschallbild? Hallo, ausgezeichnete Arbeit, Kalife. Aufgrund deiner hervorragenden Noten bist du berechtigt, vorzeitig den Abschluss zu machen. Möchtest du? Oh, wow, vorzeitiger Abschluss. Glückwunsch. Feiern wir. Yay! Okay, genug mit Schreien. Kalife hat sich dazu entschlossen, ihren Abschluss früher zu machen, damit sie ihrer Mutter bei was auch immer helfen kann. Finde ich sehr, sehr, sehr süß. Aber ich weiß nicht, ob Chrissy damit so einverstanden ist, denn eigentlich soll sie doch ihren Weg machen, ne? Kinder sind ja nicht unbedingt da, um. Ja, Chrissy erzählt ihrer Tochter, wie stolz sie auf sie, welche Sorgen sie hatte, als sie mit Ellen war. Tut mir leid, ich bin zu langsam. Ja, sie erzählt halt von ihren Sorgen und so, ne? Und dass sie stolz auf sie ist. Und irgendwie ärgert das aber gerade Kalife wohl, weil sie vielleicht eine andere Richtung einschlagen wollte. Oder was weiß ich. Oder dass sie vielleicht anderer Meinung ist wie Chrissy. Ich weiß es nicht so genau. Und ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ich finde es voll cool, dass sie den vorzeitigen Abschluss. Hallo Schatz, ich bin Papa, wann kommst du zu Besuch? Ich habe bei dir meiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Könntest du zumindest einmal vorbei? Ich kann nicht. Ah, danke für den Anruf. Echt, echt? Drückst du das jetzt? Deinem alten Vater sagen, dass du ihn liebst, oder? Nö, nö. Okay, jetzt hätte ich mir echt Zeit lassen können mit Vorlesen, gell? So, ich verstehe, du bist jetzt ein viel beschäftigter junger Mann. Ich glaube, mein Junge kommt ganz nach mir. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, okay? Ja. Hast du gut gemacht, Paulinus. Super. Ich fühle mich so voll wie der Öko immer, ne? Irgendwie. Also, das soll jetzt.
soll jetzt wirklich nicht gemein sein oder so, ne? Aber irgendwie so, ne? Weil ich immer beide Namen rufe. Und ich habe da mal so ein Video gesehen damals und der Junge wurde auch immer mit seinen zwei Namen angesprochen. Und das war ganz, ganz schrecklich. Also ich empfand es als ganz schrecklich, ne? Weil das hatte so einen ganz, ganz komischen Beigeschmack. Naja, egal, anderes Thema. Bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, ich kann ihm das einfach nicht verzeihen. Ich muss ihm aber Bescheid sagen, auch wenn ich es nicht will. Nein, 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 Chrissy, bald ist für dich. Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Aber Chrissy, Chrissy, du musst das unbedingt für dich behalten. Sie ist jetzt perfektionistisch. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das kriegt sie hin. Wird sie nur zur Verzweiflung bringen, wenn das Baby jetzt da ist oder das zweite, dritte, vierte noch dazu? Wie viele Babys sind es denn jetzt? Ich habe keinen Ultraschall gesehen. Oder hat sie den gezeigt vorhin, als ich dachte, sie würde umkippen und habe es dann nicht mitbekommen? Bitte, ich brauche doch diese Info. Ich weiß, dass du weißt, wie viele Babys kommen. Könntest du mir bitte sagen, wie viele Babys kommen? Oh, und sie streichelt sich immer so süß den Bauch. Ich finde es echt, es tut mir leid, ich habe heute echt Probleme mit dem Sprechen, ne? Oh, so, Kalife schreibt in ihr Tagebuch, nehme ich an, weil Hausaufgaben hat sie ja keine mehr. Sie hat die Schule schon abgeschlossen und Chrissy ist gut was am Essen. Und jetzt reden die beiden noch. Ich war heute beim Frauenarzt zum Ultraschall. Möchtest du wissen, was es wird? Ja, ich auch. Bitte, bitte, bitte. Ja, voll gerne. Aktuell gehen wir davon aus, dass ein Mädchen wird. Yay! Entschuldigung, aber die ist voll gerne. Ich fühle mich nicht wohl dabei, dass du alles aufgeben willst, um uns zu helfen. Leb doch dein Leben, Kind. Ja, genau. Ich werde von zu Hause aus studieren, Mom. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Oh, süß. Oh, das finde ich echt süß, ne? Ja, also. Du musst auch kein schlechtes Verhältnis zu deinem Vater haben. Er gehört doch zu deinem Leben dazu. Also, ich kann Chrissy da, Kalife voll verstehen. Er interessiert mich nicht mehr. Ich freue mich, dass ich euch habe. Das reicht mir. Kann ich voll verstehen. Ich freue mich auch, dass du da bist, mein Schatz. Wir schaffen das alles schon. Ja, da hast du recht, Chrissy. Und da geht sie hin, die Monka. Total schmutzig, glaube ich, ne? Geht sie auch schlafen? Jetzt schlafen alle hier auf dem neuen Grundstück. Und ich bin mal gespannt, wie die Farm aussehen wird und was sie da sich hinbaut und ob sie es schafft, das Haus fertig zu haben, bevor das Baby kommt. Hallo Mäuschen, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Tut mir echt leid. Okay, ich glaube, sie ist ein bisschen verrückt oder so, paranoid vielleicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Leckerchen für Monka. Oh, und sie gießt die Pflanzen, das ist ja lieb. Und sie hat immer noch die Zahnlücke, das ist so niedlich, ne? Ja. Oh, fleißiges Mäuschen. Sehr süß. Und hier fängt wohl der Herbst so langsam an. Habt ihr gesehen? Da fallen die Blätter von den Bäumen. Kommen runtergerieselt. Sehr schade. Hier fängt es auch so bald an, ne? Ach ja, ich glaube, der Sommer ist vorbei und ich bin wirklich sehr traurig. Hä? Was macht sie denn da? Ist sie in den Müll gesprungen? Wie nennt man das? Irgendwas mit, ach, ich weiß nicht, das hat so einen Namen, ne? Ihr wisst bestimmt, welchen ich meine, der fällt mir gerade nicht ein, aber sie sucht im Müll jetzt nach irgendwas. Und was hast du gefunden, Mäuschen? Zoe Marleen hat ein weggeworfenes Spielzeug gefunden. Das kann sie gut für ihre Spielzeugkiste zu Hause gebrauchen. Ach, süß. Und? Ist das nicht total verratzt oder so? Hast du ein Pferd gefunden? Ach nee, das ist ja süß. Es passt ja auch noch voll. Ich bin echt gespannt, ob da noch Pferde zu der Familie dazukommen oder nicht. So, jetzt werden hier aber noch Hausaufgaben gemacht im Regen. Eigentlich wollte ich ja eine ganze Weile so spielen, aber ich bekam jetzt schon direkt ein ganz schlechtes Gewissen. Das Wetter, ja, es ist, ne, es ist Herbst. Das ist natürlich blöd. Wäre es jetzt Sommer gewesen, wäre das mega gewesen, hätte man machen können. Aber so ist es für ein, zwei Tage, also Folgen, reicht das dann vollkommen aus und dann kann das Haus da stehen. Ich meine, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass in dieser Folge halt schon ganz viel Zeit vergangen ist. Und ja. Oh, nein, mein Bildschirm ist aus. Nein, ich kann nicht lesen. Chrissy schreibt Ellen, dass sie schwanger ist, auch, dass sie weiter keinen Kontakt möchte im Moment. Oh, sehr gut, sehr gut. Aber warum hast du es ihm gesagt? Ich hätte gar nichts gesagt. Schule ist doof. Aber du gehst doch nicht mehr zur Schule. Aber du hast genau den gleichen Problem da mit dem Okay. Das Ding ist so riesig geworden. Chrissy erklärt ihren Kindern, dass sie sich dazu entschlossen hat, die Scheidung einzureichen. Die Kinder sollen aber keinen Groll gegen ihren Vater hegen, da er zu. Okay.
Es tut mir leid, es tut mir unendlich leid und Paulinus ist krank. Den Kindern fällt es aber noch sehr schwer, ihrem Vater zu verzeihen und sie sagen deutlich, dass sie noch sehr viel Zeit brauchen, um das alles zu verarbeiten zu können und dass sie Chrissy lieben. Och Gottchen, das ist echt süß. Und dass sie alle zusammenhalten werden und so gut helfen, wie sie nur können. Einer für alle und alle für einen. Ja, das ist genau so. Das ist schön. Sehr süß. Aber es scheint ihnen, der Regen scheint ihnen ja alles gar nichts auszumachen, ne? Und weil ich meine Sims nicht länger leiden lassen konnte, habe ich ihnen das Haus jetzt schon gebaut. Na los, dann gucken wir jetzt auch noch uns Speed-Bild an. Das ging sehr speed. Nee, das war aber jetzt. Okay, da steht das Häuschen. Jetzt bin ich gespannt. Willkommen im neuen Leben. Viele neue Abenteuer erwarten die Familie. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und vergesst auch nicht, zu Sandra rüberzugehen und dort die Folge zu gucken, die ich geschnitten habe und sie besprochen hat. Und ja, sorry, dass ich das so spät gesagt habe. Auf jeden Fall ist die Folge jetzt zu Ende und ich sage hiermit Tschüss und ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.